sehen Sie, das ist der Rotkohl. Sie wissen ja, gestern habe ich Rotkohl angesetzt und Rinderrouladen. Und bei den Rinderrouladen, Sie wissen ja noch, hier unten in meinem Spezialofen ist was Sensationelles passiert. Ich kann es noch nicht sagen, bleiben Sie dran. Topfküche Ihrer Zeit, die läuft ab jetzt. Willkommen in Ihrer Lieblingskochshow. Ja, Mann, bei der Kühlschlacht, da war gerade richtig was los, ne? Wird Zeit, dass man wieder abgeht, ne? Hier, Steffen Hensler, mein Name. Jetzt aufwachen. Beim Sofa, ne? Hallo. Ne? Gerade hinsetzen, Chipstüte wegpacken, Fernbedienung auch. Jetzt geht's mir wieder ab. Rotzlöffel TV, at its best. Donnerstag, wir fallen morgen aus. Das heißt heute doppelte Ladung. Es gibt nur Witze, Sprüche und die Mehl der Woche schon heute. Weil morgen fahren wir aus wegen Biathlon, meine Lieblingssportart, ja. Deswegen heute drei Mehl der Woche. Wir kriegen so viel Post, aber bleiben Sie dran. Jetzt geht los. Und zwar geht's los mit Gemüse. Es gibt Wirsingkohl. Den könnte man fein abschmecken mit dem frischen Meerrettich. Und dann gibt es den feinen, wohlgeformten Schnittlauch. Dann frisch vom Kühler gekratzt der Kaninchenrücken. Lecker. Dann haben wir Pinienkerne. Ein wenig Couscous. Jetzt kommen wir Richtung Dessert langsam. Wir haben Frischkäse dabei. Leckeren Honig. Und dann ein wenig Schnapp. Es muss sein Orangenlikör. Den könnte man für die Zwergorange, auch Kuhquatzgedatz, benutzen. Dann haben wir Granatapfel. Und jetzt halten Sie sich fest, die Zutat des Tages. Schwarzwurzel. Ja. Schön. Sieht er nicht aus? Toll. Hier sind die Top 3 zu unserer Zutat des Tages. Auf Platz 1. Der sich an der Luft schwarz färbende Milchsaft der Rinde verhalf der Schwarzwurzel zu ihrem Namen. Und ich kann das jetzt mal gerade zeigen. Hier, die kurz vorher aufgeschnitten. Schauen Sie mal hier. Sehen Sie das? Was hier austritt, das ist der Milchsaft. Gucken Sie mal hier. Ja, gucken Sie. Da. Sehen Sie das hier? Ich guck mal mit dem Finger. Hier. Da ist der Milchsaft. Und der verfärbt sich sehr schnell schwarz. Deswegen heißt dieses feine Ding Schwarzwurzel. So, jetzt zu Platz 2. Sie wird auch als Winterspargel bezeichnet. Und auf Platz 1. Das in der Schwarzwurzel enthaltene Allantoin, das desinfizierend wirkt und die Wundheilung fördert, wird heutzutage als Bestandteil von Salben verarbeitet. Boah, unsere Zutat des Tages, Mann. Der leckt mich gesagt. Was ist denn los gerade bei uns? Ja? Die Teams zweimal nacheinander unentschieden und immer hauen die ab. Deswegen heute schon wieder zwei neue. Hier ist das neue Männerteam. Hier sind Michael und Florian, Vater und Sohn. Ja. So. Und das ist nicht nur ein normales Vater und Sohn gespannt. Nein, der Vater ist, hören Sie genau zu, der beste Hobbykoch Magdeburgs. Das war eine Ansage, ne? Ja, war eine Ansage. Das war eine Ansage. Korrekt. Wie bist du das geworden? Na, es gab einen Wettbewerb, der aus Maritim inszeniert wurde. Und da konnten sich eine Menge Leute bewerben. Und da haben dann 26 gegeneinander gekocht. Wie musste man sich bewerben? Mit Rezepten, oder? Nö, eigentlich nicht mit Rezept. Sondern erstmal so. Dann wurde man ausgewählt und dann konnte man den Warenkorb einschicken. Also okay. Und dann haben 26 Leute gegeneinander gekocht? Ja, immer 4 oder 3, je nachdem, wie es aufgegangen ist. Ja. Allerdings, und sagen wir mal, es war 4 oder 10 Personen. Okay. Mussten wir kochen und 3-Gang-Menü. Und dann am Ende bist du übrig geblieben? Am Ende bin ich übrig geblieben. Und bist jetzt die Nummer 1 im Markt geblieben. Das hat so eine Mann dazu.
Ich war natürlich stolz und er hat mich gefragt, ob ich hier mitmache. Und ja. Dann wollte ich ihn unterstützen. Und jetzt versuche ich mein Bestes, ne? Bist du auch eine Nummer 1 im Kochen, oder? Nee, Nummer 0 würde ich ja sagen. Ach, Nummer 0? Ja gut, 1 und 0, der gibt immer noch 1, ne? Passt doch. Also, was ist dein Hobby? Oder was machst du denn am liebsten? Was mache ich am liebsten? Sport mache ich am liebsten. Ja. Bisschen Ausdauersport und Tischtennis. Also, Sport ist unterwegs. Genau. Was ist los? Nee, Schule ist ja nicht mehr, ne? Warte kurz. Schule? Nee, Schule ist nicht mehr. Jetzt ist Studium angesagt. Studium, was studierst du? Sonderpädagogik auf Lehramt mit Sport. Ah, willst Lehrer werden? Genau. Hey, Idealist. Aber ja, schön. Genau. Kein normaler Lehrer, sondern für geistig und körperbehinderte. Oh, wird dann immer besser. Alles klar, schön. Was gibt es denn bei euch? Jetzt bin ich mal gespannt. Also, es gibt ein Süppchen. Na, ein Süppchen. Kleines Süppchen. Hau mich weg, Alter. Was machen wir da jetzt? Ein Schwarzwurzelsüppchen. Schwarzwurzelsüppchen mit Meerrettich. Ja. Abgeschmeckt ein bisschen. Und oben so ein kleines Topping drauf vom. Da kommen wir der Sache schon näher, okay. Und dann, also ein Schwarzwurzelsüppchen. Genau. Ihr habt hier geschrieben, schön mit Meerrettich abgeschmeckt. Genau. Bisschen Schnittlauch. Ja. Mmh. Okay, also weißer Suppe ist schon mal, ne? Bei Frank, da muss schon passen, ne? Genau. Aber ist doch kein Problem für dich, ne? Werden wir sehen. So, werden wir sehen, das siehst du richtig. Wir mag es lieber ein bisschen flüssiger. Er mag es ja flüssiger, wir machen es ein bisschen fester. Wir werden es heute schäumig wahrscheinlich hinbekommen. Ich hoffe es mal. Okay, gut. Hauptgang? Hauptgang ist Kaninchenrücken haben wir ja im Wirsingkohlmantel. Im Wirsingkohlmantel? Und auf Couscous. Da muss ich aber kurz mal nachfragen. Ja. Packt ihr das einfach nur in Wirsing ein oder gibt es da noch eine kleine Zwischenlage sozusagen? Gibt es noch eine kleine Zwischenlage. Bestehend aus was? Und die wollen wir machen aus Frischkäse. Ja. Mit ein paar Gewürzen, Zwiebeln, Knoblauch, alles drum und dran, das ein bisschen einmischen und dann halt einwickeln und dann ab in den Ofen. Wie so eine Farce drumherum. Genau. Dann findet er es mir auch gut. Sehr schön. Genau. Dessert, meine Herren. Dessert gibt's ein schönes Biskuit-Törtchen. Das darfst du machen, oder was? Das darf ich machen. Okay. Gefüllt mit einer Granatapfelcreme. Ja. Und dann wollen wir noch so klein diese Kumquat, so in Streifen schneiden und die so ein bisschen karamellisieren und dazu anrichten. Wie oft hast du denn schon Biskuit-Teig gemacht? Zweimal jetzt. Und hat immer geklappt? Das erste Mal nicht. Und beim zweiten Mal? Das zweite Mal hat geklappt. Dann habe ich gesagt, na, beim dritten Mal wird es dann auch gut gehen. Wird's perfekt. Richtig so. Schön. Super. Das Menü der Männer hört sich fantastisch an. Kommen wir zu den Damen. Auch neu. Sabine und Karin. Herzlich willkommen. Hi. Na, meine Damen, ja. Alles gut? Alles gut, wir haben dir auch was mitgebracht. Oh, das geht gut los. Na, was denn? Erinnerst du dich an deine Premiere in Münster? Mehr Jungfrauen kocht man nicht? Ah, du meinst die Live-Show? Die Live-Show. Die jetzt im Mai ist für sie zu Hause übrigens, ja. Ich bin ganz so. Hey, Steff, ich bin ein Pappteller und so gratinier nicht geeignet. Ah. Erinnerst du dich? Stimmt, stimmt. Ich habe damals ein flambiertes. Was haben wir damals noch gemacht? Flambiertes. Muschelchen. Muschelchen? Ich meine, war das eine Muschel, die du eben gratinieren wolltest? Nee, das war Rinderfilet. Oder so. Und ich wollte es flambieren, aber hab vergessen, dass es ein Pappteller ist. Ja, ja, ja. Genau. Ja, ja, stimmt. Und wir haben ganz laut gerufen. Außerdem hattest du ein Preußen-Trikot an. Stimmt. Und jetzt bist du fertig für das nächste Preußen-Spiel in Münster. Das aber vielen Dank dafür. Sehr gerne. Das nehme ich doch gerne an. Wer hat sich denn beworben von euch beiden? Sabine hatte die Idee. Sabine die Idee und du hast dann den Mut dazu gebracht. Und sie hat den Fotografen dann engagiert. Was den Fotografen? Ja, genau. Wofür braucht man einen Fotografen? Also wir haben einen Freund, einen guten Bekannten, der hat dann von uns eine schöne Collage, damit haben wir uns beworben. Ah. Und ja, genau. Wow. Das war dann so der. Hier sehen wir es mal. Der Anfang der Geschichte. Alles klar, und jetzt steht ihr hier, ne? Jo, ja. Schön, so schnell kann es gehen. Ja, sie können sich aber auch ohne Fotografen werden. Übrigens. Ihr seid locker flockig drauf, ne? Das wie lange seid ihr befreundet? 3 Jahre. Ja. Das ist ja noch nicht so lange, ne? Nö. Habt ihr kennengelernt? Auf einer Party. Oh. Auf was für einer Party? Ja, wo Frauen so immer ein bisschen feiern gehen, das ist ganz gut. Wie zum Beispiel so ein Konzert oder so ein Live-Programm, wie du das machst, da waren wir auch. Mit Sektchen und sowas haben wir uns angeschaut. Nur Frauen? Na, nicht nur Frauen. Das hört sich gerade so an. Ihr wart also bei den Chippendales, ist ja interessant. Ne? Nein. Okay, nein. Nein. Nein.
Achso, dann seid ihr über den Weg gelaufen oder wie kam das? Nein, also andere Freunde von uns kannten sich schon länger und dann haben wir uns auf einer Party eben kennengelernt und haben dann gesagt, okay, das passt ganz gut. Und dann haben wir zusammen gekocht, beziehungsweise unsere Männer gegenseitig bekocht und dann passte das. Ja, man zieht sich einfach magisch an. Du weißt, wie das ist, ne? Ja, I know. Guckst mir dabei so tief in die Augen. Niemals. Manches zieht sich magisch an, du weißt doch, was ich meine. Ich bin viel zu alt für dich, Steffen. Hallo. Außerdem vergeben an Frank, ja? Oh. Nee, das hat er mir versprochen. Was hat er dir versprochen? Dass er nicht vergeben ist. Frank, das erzählt ja jeder. Frank ist immer nicht vergeben. Ich hab es geahnt. Komm, Frank, klopf mir lieber eben das Zeug aus, das kannst du viel besser als erzähl ich. Erzähl mir lieber, was es gibt. Ja, wir machen auch ein Schwarzwurzelsüppchen. Nein. Ja, doch. Okay. Und danach machen wir ein Kaninchen im Biersingbett. Ja. Und hinterher machen wir einen Muffin an einem süßen Spiegel. Schön, das hört sich immer sehr ähnlich an, aber schön. Wir müssen den Zucker mal ein bisschen herstellen. Gut, schauen wir mal. Nochmal vielen Dank fürs Geschenk. Geschenk runter, Quizfrage hoch. Aber Sie wissen ja, ich will nur mal schon mal andeuten. Warten Sie, ich mache eben meine Ofenklappe auf. So. Mein 24-Stunden-Ofen. Hier ist die Roulade. Es ist was Sensationelles passiert, aber jetzt noch nicht. Ah, Tür wieder zu. So, Geschenk weg. Quizfrage ahoi. Die Frauen hätten gern Bacon, schönen Speck. Die Männer möchten gern eine Zitrone. Schauen wir mal, ob es klappt. Hier ist sie, Quizfrage Nummer 1. Welche Linsenart gibt es nicht? A, die Zuckerlinsen. B, die Salzlinsen. C, die Mittellinsen oder D, die Tellerlinsen. 10 Sekunden ab jetzt. Schön auf achten, welche gibt es nicht? Was gibt es nicht? Die Salzlinsen. Offenbar, kein Plan. Die Salzlinsen? Keine Ahnung. Also eher geraten? Ja, geraten. Der beste Hobbykoch Magdeburgs rät, ich glaube es nicht. Alles kann man ja nicht wissen. Ja, okay. Da gebe ich dir recht. Das ist auch nicht, ist auch schwierig. Meine Damen? Wir haben auf Mittellinsen aber auch getippt. Mittellinsen? Hört sich toll an. Okay. Hört sich gut an. Ja, dass okay. Es nicht gibt. Dann schauen wir nach, was richtig ist. Richtig ist B. Die Salzlinsen gibt es nicht. Die Männer. Ebola. Säure. Wofür? Für die Suppe. Für die Suppe? Ja. Was machst du beruflich? Hat das auch was mit Kochen zu tun? Oder? Gar nichts. Hat du machst gar nichts? Nee, das hat mit Kochen nichts zu tun. Mit was denn? Ich betreibe mehrere Friseursalons. Sieht man jetzt zwar nicht so an meinem Haus mit, aber bei mir üben immer die Lehrlinge. Ah, okay. Die aus dem ersten Lehrjahr anscheinend, ne? Korrekt. Man ja. Muss ja denen auch die Chance geben. Friseurleben, alles klar. Ich bin eigentlich Installateur für Gas und Wasser, falls das jemand interessiert. Geil, wie kommt der von Installateur für Gas und Wasser zu Friseurläden? Indem man, sagen wir mal, in der Firma, die bevor ich das übernommen habe, sagen wir mal, hatte, war ich als technischer Leiter sozusagen drin. Aber habe die Läden ausgebaut und alles. Ah. Und die sind dann, sagen wir mal, leider in Konkurs gegangen. Okay. Und dann habe ich aus den zwei Läden, also sprich drei Läden rausgelöst und habe bis jetzt zwei neue dazu aufgemacht. Also über den Weg. Und läuft gut, ne? Quereinsteiger. Ja. Die Haare wachsen immer. Wie schlecht die Zeiten sind, ist egal. Haare wachsen immer. Ein sicheres Geschäft. Genau wie Restaurants. Die Leute haben immer Hunger. Ja. Bisschen Zucker. Was machen die denn jobmäßig, meine Damen? Ich bin Friseurin, Steffen. Du bist Friseurin? Ha! Da schließt sich der Kreis. Da wo denn? Da schließt sich der Kreis. Ich arbeite in Billerbeck, in einem ganz tollen Friseurgeschäft. In Billerbeck? Ja. Wo ist das denn? Das ist im Münsterland. Ja. Eine wunderschöne kleine Stadt. Wie viele Leute leben da? Oh, das kann ich dir nicht sagen. Ich wohne da nicht. Ich arbeite da nur. Aber es sind sehr viele nette Menschen, die da leben. Ja. Wir haben auch sehr viele nette Kunden. Hm. Wie ist denn gerade der Frisurtrend in Billerbeck? Oh, Steffen, da fragst du mich was. Ja, wen sonst, ne? Kurz, genau, ja. Nein, schon kurz und fransig, alles ein bisschen fedrig, ein bisschen leichter. Bisschen fedrig? Ja, so ein bisschen so, wie du das hast. So ein bisschen gerupft. Ja, ist, bei den wenigen Haaren muss man gucken, und dass das gut aussieht. Das kannst du nicht sagen. Hier wird weniger da. Da guck dir schon mal den Frank an. Der sieht da ganz gut. Der hat gar nichts. Der sieht aus wie, weiß ich, hier. Da ist nichts mehr. Blank. Rusch. Check. Der hat seinen Kopf aber nicht nur zum Haare schneiden, das sag ich dir. Na?
Frank rasiert sich immer, ja. Dann macht er oben so Haarspray, dann schmeißt er die Haare oben raus. So, so macht Frank die Haare morgens. Und du, Sabine? Ich bin im Vertrieb. Im Vertrieb, was vertreibst du denn? Strom, Gas, Wasser, so alles. Ah, für einen großen Konzern also? Ja, also ich meine, wenn das hier mit dem Strom nicht klappt, dann hoffe ich, dass ich das mal für euch erledigen kann. Wenn die Platten hier nicht richtig funktionieren, dann helfen wir. Gehst also auch mal los und Akquise, oder was? Ja, klar. Alles klar, und läuft gut? Es macht auf jeden Fall Spaß. Läuft gut, ist immer relativ. Ja. Also man muss auf jeden Fall am Kunden bleiben, sonst wird's... Aber solange es Bock macht, ist ja in Ordnung, ne? Ja, auf jeden Fall. Wie seid ihr ins Rennen gekommen, meine Damen? Läuft alles? Ja, ja, also da die Süppchen, das Süppchen ist da vorne ja, am da Kochen. Sind die Orangen. Da sind die Orangen, die dürfen jetzt in aller Ruhe so ein bisschen weich werden. Und ja, den Düsing haben wir aufgesetzt. Ja, sieht gut aus. Gut, dann kommen wir mal entspannt zur zweiten Quizrunde. Und jetzt wird es kräuterlastig. Die Frauen hängen in Rosmarin, die Männer Thymian. Hier ist Quizfrage Nummer 2. So, Diktat, meine Damen und Herren. Und zwar, es geht um Karamellisieren. A, karamellisieren, B, karamellisieren, C, karamellisieren, D, karamellisieren. 10 Sekunden ab jetzt. Was sagt der Jüngling der Runde? Die Schule ist ja noch nicht so lange her. B, würde ich sagen. B? Okay. Wie lange ist her mit der Schule? 2,5 Jahre. Okay. Frank hätte in seiner Kindheit auch gerne Schule gehabt, ja? Hätte er gerne gehabt. Hätte er gerne gehabt. Meine Damen? C. C hast du gedrückt, ja. C. Warum C? Ja, das fanden wir in Ordnung. Das ist richtig. Gut. Dann schaue ich nach. Ich hoffe es. Und es stimmt, C ist richtig, die ja. Frauen. Rosmarin. Wofür wäre der Thymian gewesen? Naja. Naja, wofür denn? Für den Couscous. Ah, wäre nicht schlecht. Meine Damen, der Rosmarin, wofür? Der kommt ins Kaninchen. Ins Kaninchen, dann hinein mit ihm. Kommen wir jetzt zu Henslers entspannten Nummer. Sie wissen ja, gestern habe ich hier den Rotkohl aufgesetzt. Fangen wir mal mit der Beilage an. Ich habe Rotkohl, Zwiebel, Apfel und ein wenig Fond in diesen Topf gegeben. Habe es dann leicht köcheln lassen. Das können Sie hier sehen. So, wird gerade wieder heiß. Hier sind auch die Lorbeerblätter. Und jetzt zeige ich noch mal, wie man den so ein bisschen verfeinern kann. Der würde jetzt eigentlich per se schon mal gut schmecken. Was man jetzt natürlich noch machen muss, ist ein bisschen salzen. So. Jetzt gehen wir der Hitze ein wenig hoch. Was wir jetzt dazu geben, das rundet den Geschmack fein ab, ist ein wenig Honig. So. Das verleiht dem Ganzen auch noch gleich einen richtig schönen Glanz. So. Und dann, jetzt der absolute Geheimtipp, ein wenig Limettenschale. Ja, müssen Sie mal probieren, dass Sie keine Säure rangeben, sondern nur die Schale von der Limette. Das gibt so ein gewisses Zitrusaroma, aber keine Säure. Und die passt toll mit dem Honig, auch mit dem Rotwein, den wir gestern auch drauf hatten, mit dem Fond zusammen, dem Zucker, den Apfel. Deswegen hier, das jetzt aufgehen. Lassen wir das auch leicht fertig kochen hier. Man sieht jetzt hier unten schön gar die Pimentkörner auch möglichst raus. Man kennt das ja, man isst Rotkohl auf einmal knack, macht es am Zahn, ne? Deswegen schön raussortieren. Aber jetzt kommen wir zum Highlight, den Rouladen. So, auf. Machen Sie. Oh. Bing, zu. So. Hier sind die Rouladen. Und meine lieben RTL-Zuschauer, Ihre verlorenen Seelen sind bei mir gut aufgehoben. Ich werde Ihnen zeigen, einen Zaubertrick. Gestern war es noch eine Roulade. Dann habe ich das Ganze in den Ofen geschoben. Es hat jetzt 24 Stunden, war 55 Grad gezogen, das Ganze. Und schauen Sie, was passiert ist. Es wurden zwei. Ja. Manche teilen das Wasser, manche die Rouladen. So, hier haben wir jetzt die Rouladen.
die hat sich einfach vermehrt. Der war einfach langweilig. Kann ich auch verstehen. Ich hole sie jetzt mal raus. So, hier. Zack. Dann haben wir jetzt den Sud hier nochmal aufgekocht. Der wird jetzt passiert. Also passiert, passiert jetzt. Ja, stehen Sie? Wortspiel. Sie wissen ja, gestern habe ich das angesetzt, das Röstgemüse. Dann das Ganze tomatisiert mit Tomatenmark. So. Dann schön ankochen lassen, Rotwein drauf, bisschen Fond. Und dann kann die Roulade drauf, das Gemüse jetzt raus. Man könnte das Ganze, hätte man im Ansatz auch schon mit ein wenig Mehl abstäuben. Hätte man machen können, dann wäre die Soße noch dicker geworden. Aber man sieht jetzt hier, auch durch das Gemüse, ist die Soße dick genug. Schauen Sie mal hier. Das reicht gleich völlig aus. Noch einmal aufkochen. Schupp. Der Topf ist zu klein für die Platte. Also gehen wir hier rüber. So, zack. Jetzt geht es noch mal an die Rouladen. Jetzt, komm her, Messer. Schneiden wir die Schnur hinfort. So. Zack, komm her. Oh, und jetzt schneiden wir sie mal durch. Oh, mal gucken. Oh, schön. Mit Roulette. Kochzeit von Rouladen. Kommt bis aufs Fleisch an. Circa eineinhalb Stunden im Ofen auf 140, 150 Grad leicht schmoren. Jetzt haben wir hier unser Rotkraut. Sie sehen, das geht auch zwischen, da braucht man nicht das Glas aufmachen. Schupp. Dann haben wir jetzt hier sternemäßig aufgeschnitten unsere Roulade. Hallo. So, und jetzt könnten die Soße noch ein bisschen abbinden. Mit Speisestärke machen wir noch ein bisschen kalte Butter. Das bringt auch noch mal ein bisschen Geschmack. Erst runternehmen, dass sich die Butter hier in dieser schönen Rotweinsoße auflöst. Das bindet gleichzeitig auf. Und dann großzügig über die Roulade geben. Möglichst nicht so viel über die Schnittfläche. Mmh. Und ich sage Ihnen eins. Ja. Sie können jetzt machen, was Sie wollen. Ich werde erstmal einen Happen essen. So, ich guck mal, ob die auch schmeckt. Komm mal her. Mmh. Mmh. Oh. Ey. Ja, was scheiß auf Sushi, wenn es Roulade gibt. Mmh. Oh. Mmh. 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 Oh, sehr lecker. Mmh. Ist vom Kauen natürlich ein bisschen intensiver, wenn sich der Mund so voll stoppt. Aber lecker ist das. Mmh. Hat auch schon mal Rouladen gemerkt? Was ist das? Bitte? Was ist das? Rouladen? Pass auf, was musst du denn machen, als du gewonnen hast? Was war mein Drei-Gänge-Menü? Das Gewinner-Menü? Ja klar, was sonst? Das Verlierer wollen wir nicht wissen. Das war gefülltes Schweinefilet mit Steinpilzen. Ein paar Kartoffelkrapfen mit Rotweinjuice und Perlzwiebeln. Okay. Hauptvorspeise? Vorspeise war ein Pfannkuchen gefüllt mit Lachs und Spargel. Aha. Dazu ein bisschen Sauerrahm oder wie? Naja, und der Frischkäse, Kräuterfrischkäse, das mit eingerollt halt und dann kalt aufgeschnitten und dazu einen kleinen Frühlingssalat. Mhm. Und Nachtisch war Topfenknödel mit Nougatfüllung auf Rotweinkirschen, genau, ja. Und selbstgemachten Vanilleeis. Mmh. Nicht schlecht. Und aber woher kommt denn diese Liebe zum Kochen? Aus der Not heraus, wenn man Hunger hat. Ach so, ja gut. Aber wenn man dann so profimäßig, aber hobbymäßig so, sich so daran wagt und so? Wie wirst du inspiriert? Durch Kochbücher, Kochshows? Oder? Ja, Kochshows, so eine wie deine zumindest. Und ja. Auch andere, sagen wir mal, die auch nicht schlechter kochen. Welche denn, hä? Ja, das werden wir jetzt nicht erzählen. Na, sag mal, wer kocht nicht schlechter als wir? Das würde ich mal gerne hören. Na, sag doch mal. Na, nicht. Doch, sag, kein Problem. Na, Herr Lafer, guck mal ab und zu mal. Ja, ist okay. Können wir dich was fragen? Denn ja, immer! Wir haben noch keinen Couscous. Ihr habt noch keinen Couscous immer.
Ihr habt keinen Couscous? Nee, haben wir nicht gemacht. Also ja. Ich würde jetzt ein bisschen Butter reinmachen, würde den jetzt ein bisschen anbraten und dann mit Brühe auflöschen. Genau, richtig. Lassen. Ich würde dann alles schon ruhig ein paar Zwiebeln mit angehen lassen. Das ein bisschen Geschmack. Ich glaube, ein bisschen Knoblauch mit reingeben. Nicht verkehrt. Okay. Bisschen wie so ein Risotto ansetzen, halt nur vom Ansatz her. Kannst du einen kleinen Schuss Weißwein ablöschen, dann hast du gleich ein bisschen mehr Power dran. Gut. Aber ansonsten, alles paletti. Ja. Gut. Dann kicken wir mal. Muss man das Ding machen? Ich kann gar nicht, ich muss Roulade essen. Oh, super. Hallo. Ich wünschte, ich hätte zwei Münder. So. Unseren Gesing, bitte. Was soll ich machen? Gesing probieren. Passt gerade nicht rein. Kein Platz mehr im Mund. Okay. Gesing mit Granatapfel. Sie. Wie habt ihr das denn gemacht? Ja, du hast uns am Ausklopfen geholfen und dann haben wir den schön angespritzt mit ein bisschen Butter, so wie das sein soll. Und dann ein bisschen abgeschmeckt, ein bisschen von dem Creme Fraiche, was wir hatten darunter. Mhm. Einfach mal anders. Ja. Habt ihr auch ein bisschen Sahne dran, ja, ne? Ein bisschen, wir können. Da ist noch mehr. Ein bisschen Sahne, richtig, meinst du? Oder was hat der dran? Frischkäse? Ja, jetzt den Frischkäse ein bisschen runter. Weil normalerweise Kohl ja ein Gemüse, was auch ein bisschen Sahne vertragen kann und mit Säure eigentlich empfindlich ist. Aber es passt, ist was anderes, aber es passt sehr gut, muss ich sagen. Sehr. Ich kann nur ein bisschen. Mach einfach in die Ecke ein bisschen verrühren und probieren. Nee, nein, nicht. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich habe jetzt den. Das soll ein Spiegel sein. Das soll ein Spiegel sein. Ja, ist so ein bisschen. Wie soll ich es anders machen? Soll ich es ein bisschen um den Muffin drumherum? Nein, ich wäre halt nicht gleich drauf gekommen, dass das ein Spiegel ist. Nein, du siehst dich da nicht drin. Aber jetzt mal ganz ehrlich, soll ich das anders machen um den Muffin drumherum? Was macht Nee, musst du nicht. Du hast natürlich so schön auf einer Schippe, ne? Mhm. Kann ich das mal probieren? Hast du was übrig? Ja. Ja, Moment, nicht da hinter dir von dem. So. Nein, ich werde diesen wunderschönen Spiegel natürlich nicht zerstören. Ich habe nicht von dem Löffel geleckt, du kannst es. Ich nehme sofort einen neuen, das gibt's ja. Böse Briefe, weil die Kuhnquarz ist ja sehr bitter. Ja, ich habe aber viel Zucker und auch Honig gut dran. Weil eigentlich kriegt man sie selber ja nicht so gut. Aber ich finde, das hat was mit dem. Nicht hübsch, aber extrem lecker. Mach das. Sehr lecker. Sehr schön. Was mit eurem Kaninchen? Das kommt jetzt rein. Das kommt jetzt rein und das ist gefüllt mit, zeig nochmal. Da haben wir jetzt eben schön unsere Kräuterchen reingemacht. Wenn ich Schnupfen hab, kann ich mal ausschnuppen. Ich wasche nur eben die Hände. So. Wir haben noch 13 Minuten, um Kuchen aufzukommen. Ja, mache ich hier. Ja? Legen Sie wieder auf zu Hause, schreiben wieder Briefe. Wir kommen eh noch gleich zur Mehl der Woche. So, nochmal. Du nimmst einfach den Bauchlappen und machst da Rosmarin rein. Du weißt, dass der Bauchlappen sich extrem zusammenzieht, ne? Meinst du, ich kann das nicht einfach schön aufeinander klappen so? Normalerweise, wenn man ein Kaninchen brät, kannst du die Silberhaut würde man abziehen, die hier, ne, weil es sehr fest ist. Das können wir ja noch machen. Sabine, mach das mal. Ich brauche dich für den Spaghetti gerade, oder? Kannst du mal einen behalten, bitte? Bitte. Was soll ich denn halten? Einfach nur eben die Spaghetti annehmen und ein bisschen ziehen. Oh ja. Was? Sonst geht das nicht. Das reißt ja. Oh, das ist sehr, sehr lieb von dir. Läuft. Das ist super nett. So macht Gottschalk seine Haare auch immer. Mhm. Und dann legt er sie sich auf den Kopf und sagt, mit 60 bin ich noch blond. Ja, ja, klar. Du liegst einfach dahin. Ja. Ich sollte den Bauchlappen ganz abschneiden, ruhig, nur das Filet braten. Eigentlich ist es besser. Okay. Eigentlich besser, weil das ist doch recht fest, weißt du? Du kannst ja deinen Rosmarin vielleicht fein hacken, lässt ihn ganz kurz mit anschwitzen, ganz kurz zum Schluss, bevor es Kaninchen fertig ist, ein bisschen Butter rein, Rosmarin rein, schön durchschwenken und hast auch so einen Rosmarinmantel, weißt du? Gut. Okay, gut. Dankeschön. Dann wissen Sie ja, kommen wir erstmal zur dritten Quizrunde. Was wünschen sich die Kandidaten jetzt? Zweimal Parmesan. Meine Herren, wollen wir gucken, ob es klappt. Hier ist die Quizfrage Nummer 3. Was ist Sumach? A. Sushi. B. Messer. C. Gewürz. Oder D. Zusatzstoff. 10 Sekunden ab jetzt. Hier ist ja noch eine Roulade. Ich komme gleich. Ist das hier oben? Scheiße. Meine Herren? D. D. Haben wir gedrückt. D. Zusatzstoff. Zusatzstoff, wie kommt er darauf? Ausschlussverfahren. Also wir haben mehr oder weniger geraten, aber. Okay, gut. Meine Damen?
C. C. Warum? Geraten. Geraten? Hat eben dann auch lösen gesagt. Wir auf. Es ist C, ein Gewürz. Ja. Und zwar, wir klären das mal. Sumach ist ein beliebtes Gewürz der orientalischen Küche. Es verströmt ein säuerliches, leicht herbes Aroma. Das hört sich an wie Dirk Bach im Dschungel. Sumach eignet sich gut zum Würzen von kurzgebratenen Lamm und Rind. Deswegen sehen Sie hier das Gewürz Sumach. Die Damen haben gewonnen. Glückwunsch. Ja. Dankeschön. Ich kann mal helfen, mit dem Puderzucker machen. Wir kriegen das Teil nicht an. Welches Teil? Das Komische da. Das Komische? Ja. Wieso das Komische? Ja, weil das nicht will. So, zwei mal her. Mal gucken, ob da alles sitzt. So. Das muss jetzt hier rüber. Und dann. Genau. Ja, mal ganz ruhig bleiben. Oh. Alles gut. Der ist ja nicht ganz dicht. So. So, das, was drin bleibt, wird dann irgendwann zu Puderzucker. Warte mal. Warte. So, mal. Muss schon extrem fein sein. Ja, dann dauert es länger. Musst du lange drücken. Dann drück mal. Ja, es ist so laut, ich kann nicht weiterreden. Ich muss auch ein bisschen Roulade essen. Ja. Oh. Warum wir reden in der Kochshow? Wir reden immer nur vom Kochen. Wie sieht es aus mit Essen? Oh, die ist ja noch besser. Die ist ja noch besser. Das ist das Baby von Mami. Super. Aber Sie wissen ja, wie jeden Freitag eigentlich, aber morgen fallen wir ja aus, deswegen heute schon Post bekommen. Und heute geht es wieder richtig ab. Meine Redaktion, das sind ja echt heiße Hasen. Bis auf eine. Ja? Die will nicht, dass man heiße Hasen sagt. Sie ist mein heißer Hase, aber ich soll sagen, sie ist attraktiv. Damit habe ich es gesagt. Ne? Ein attraktiv, der Rest heiße Hasen. Hat mir gesagt, hier geht's wieder richtig ab. Gucken wir mal. So. Die Mail der Woche Nummer 1. Die Schrift kenne ich doch. Da sich ja Herr Hensler nicht traut, meinen Brief der Woche am Freitag vorzulesen, Feigling, versuche ich heute wiederholt, meine durchaus ehrliche Meinung zu sagen. Schuhmaster mag Hensler ja sein, sein Kochen allerdings lässt zu wünschen übrig. Er veräppelt Frank Rosin, er hat eine große Schnauze. Oh Gott, du Assi, dich habe ich ja vor 3 Wochen vorgelesen. Ah, hier, fass mich an die Füße, immer nur diesen immer nur Mögel, Nörgel, Nörgel. Guck mal, was hier ist. Hallo, Hensler. Zu Ihrer Sendung Die Topfgejäger möchte ich Folgendes sagen. Oh Gott, oh doch. Ich finde die Sendung unterhaltsam, spritzig, witzig und mit einem tollen Chef. Sie sind immer gut gelaunt, eben witzig und die schnelle Nummer ist auch große Klasse. Ich schaue gerne zu, weil man auch noch einiges lernen kann. Es gibt auch bestimmt viele Mütter, die sich so einen Schwiegersohn wünschen. Yeah. Nun aber noch zu Ihrer Sendung. Machen Sie weiterhin so fröhlich gut gelaunt wie bisher weiter. Von den negativen Briefen, böser Brief, ja, lassen Sie sich ja nicht runterziehen. Sie wissen ja, man kann es ja nicht allen recht machen. Weiter so, Herr Hensler, auf die nächsten 300 bis 500 Sendungen. Rita D., vielen Dank dafür. Geht doch. So. So, da, oh, noch eine Karte. Leben heißt genießen. Ich bin auch ein bisschen müde vom Vorlesen der Ersten. Ich brauche ein bisschen Stärkung. Ich brauche noch ein Stück Roulade. Ich glaube, ich mache ein Rouladenrestaurant auf. Das ist so lecker. Jetzt kommen wir zur nächsten Mail. Lieber Steffen Hensler, es ist Zeit für eine positive Mail der Woche. Oh, noch eine gute. Sie sind, es folgt die Aufzählung, ein sympathischer junger Profikoch, ein spritziger Moderator, herrlich selbstbewusst, sehr einfühlsam mit den Kandidaten, flexibel und spontan, fröhlich frech, das ist gut so. Sie vermitteln Wissen, ohne belehrend zu sein. Ein Hamburger Jung, das ist ein Kompliment. Oh, mehr geht nicht auf diese Karte, weiter so, wehe nicht. Ein Fan der ersten Stunde, Renate I. Vielen Dank. Ja. Na also, geht doch. Endlich mal positive Mails. Schön. Habt ihr auch schon mal einen Zuschauerbrief geschrieben an irgendeine Sendung? Nö. Nö? Ja, siehst ja, es wird zu viele Rechtschreibfehler geben. Bei Karamellisieren hätten wir ja auch. Ja, was los, Alter?
Wie kam das denn? Tja. Was macht eigentlich dein Dessert? Du stehst ja sehr entspannt rum, ne? Ich warte gerade, dass mein Biskuitteig fertig wird, dass ich schön ausstechen kann. Aber unter der Ofen, da habe ich wieder kurz Pause gedrückt. So, jetzt kommt er aber gleich, ne? Wir müssen ein bisschen Gas geben jetzt, ne? Weil wir haben auch, ne, 6 Kannst Minuten du mal nach 20. Dem Fleisch gucken? Ja klar, gerne. Roulade. Die Roulade, komm mal her. Ha! Komm her. Wer meint's? Ja, gerne. Mal gucken. Wir schauen mal richtig rein, damit wir uns... Das ist ein bisschen höher, ja? Ja, würde ich... Oh ja, geh noch mal ein bisschen höher ran, damit das auch gar wird. Ansonsten sieht das sensationell aus. Das ist schön mit dem Sauerrahm. Denk nur dran, nachher noch ein bisschen rüber zu würzen. Das schmeckt gerade ein bisschen salzarm. Ja, ist das so. Nehmen wir richtig hoch. Gut. Lass mal richtig reinkrachen. Was macht die Vorspeise, das Süppchen? Ja, muss ich jetzt pürieren? Schon fertig oder noch nicht? Nee, noch nicht. Ich kann den Ansatz mal mitprobieren. Probier mal. Wie hast du den angesetzt? Zwiebeln, Schalotten und Knoblauch ein bisschen reingemacht. Abgelöscht mit Brühe und... Ja, kommt schon mal gut. Gute Grundbrühe. Ich schon pürieren, ja? Ja, ich guck mal da drüben, wie die Suppe drüben ist. Schauen wir mal. Achtung. Kann ich hier gleich probieren? Ja, ich habe noch nicht abgeschmeckt, also es ist einfach nur... Okay. Bisschen, hast du Zucker mit drin? Eine ganz leichte Süße, weil ich anstatt Weißwein eben Weißwein-Essig reingemacht hatte. Ach so, man merkt, so eine leichte Süße kommt da hoch, aber auch nicht so schlecht. Aber man muss noch mal rangehen, ne? Mhm. Oh, so, hier. Ich hab jetzt Weißwein drin. Wir gucken uns die Muffins an. Ja, die sehen schön aus. Die kommt schön hoch. So soll das sein. Mal gucken, was schon fertig ist. Ah, hier haben wir das Kaninchen. Auf dem Wirsing. Kaninchen ist auch gar. Hast du jetzt den Rosmarin doch nicht reingemacht? Doch, da war Rosmarin dran, mit reingehackt. Ja. In dem, und eigentlich sag ich noch mal, da kommen gleich die Nudeln noch ganz kurz durch, in das Fett mit Rosmarin. Okay, alles klar. Was mit Soße? Sind wir da am Basteln gerade. Seid ihr am Basteln, das ist gut. Wir basteln jetzt zur letzten Knusprfrage. Und bist du auch gleich in den Lust? Die Frauen, warum nicht? 2 Prosecco und 2 Bier. Die Männer sind noch beim Kochen. Hätten gerne eine Zitrone. Hier ist sie, die 4. und letzte Quizfrage. Und zwar unsere Schätzfrage. Wie viele Currywürste werden in Deutschland pro Jahr gegessen? Das wäre eine Frage für Frank. So. Aufschreiben, wie viele Currywürste werden in Deutschland pro Jahr gegessen? Neues hatten wir Fertigpizzen gefragt, da waren 744 Millionen. Sehr gut. Tada. Die Frauen, nee, die Männer sagen 160 Millionen. Die Frauen sagen 800 Millionen. Ein Team hat eine Punktlandung. Es sind die Frauen. 800 Millionen Currywürste. Also, Bier und Sekt für alle. 800 Millionen Currywürste. Bei 1 Million allein für Kalmund. So, gucken wir mal hier. Die Männer richten auf Weiß an, meine Herren. Auf Weiß, habt ihr gehört? Ja. Gut. Meine Damen, ihr seid bei Schwarz. 14 Jungs. Schwarz? Schwarz. Passend zur Klamotte, würde ich sagen. So, dann gucken wir mal jetzt hier. Langsam in Endspurt, ne? Kann man probieren? Ja. Das ist der Couscous. Nun einmal so oben ganz ein bisschen ab. Meine Soße, wollte ich noch ein bisschen außenrum machen. Ja. Also, hättest ein bisschen kräftiger würzen können, ne? Ein bisschen Salz. Ja. Fernsehköche, du musst dir vorstellen, die Fernsehköche, die probieren so viel. Frank ja auch, der muss ja jeden Tag 6. Die Zunge ist wie also, so ein ausgelatschter Schuh. Verstehst du? Da ist nichts mehr drauf. Da kannst du richtig reinsalzen, ne? Also könnten wir jetzt noch ein bisschen mehr drauf machen. Ich habe ein kleines Problem. Ich krieg den nicht richtig gelöst. Oh. Das ist aber doof. Sehr doof. Um nicht zu sagen, fast Katastrophe. So, komm mal her. Fangen wir mal hier an. War auf den Platz. So, am ersten Mal hilf ich einmal ganz gerne. Der erste war nichts geworden, der zweite ja, ne? Und der dritte wieder nichts. Ja, scheint auch so. So ist es echt schwierig. Wie kommt denn das? Na ja, ist das nicht einig? Ja, hier lösen wir mal ein bisschen. Macht er einfach mit Papier, das merkt ihr eh nicht. Denkt, oh, schön knusprig. Ja, den wirst du nicht lösen können. Du wirst jetzt einfach... Den ein bisschen rausschneiden. Den ein bisschen rausschneiden und das machst du halt ein bisschen öfter.
dass du mehrere Böden hast, weißt du? Okay. Schiede, hast du das Eiweiß richtig untergehoben? Ja. Okay, komisch. Aber mach mal schnell weiter, ne? Weil wir haben nicht mehr so lange. Gib mal Gas, Alter. Nicht, dass Ärger gibt vom Fadi. Sonst alles gut? Nee, wenn du mal kosten würdest, die Suppe. Ja, klar. Los. Schau mal her. Das wäre nicht schlecht. Findest du gut oder schlecht? Wie schmeckt sie dir? Sahnelastig. Hä? Sahnelastig. Ich weiß, was du meinst. Nein, nein, Salz, Pfeffer noch und obendrauf frisch den Meerrettich, ne? Frisch. Obendrauf. Und nimm mal hier, nimm mal so eine Reibe. Ja, weil die ist hier. Hast du die? Nee. Ah ja, dann gebe ich dir eine anständige Reibe. Wo habe ich die? Von der Limette. Hier. Und dann seht zu, dass ihr anrichtet. Meine Damen, jetzt auch langsam, weil die letzte Minute beginnt jetzt. Los geht's. Wichtig ist, dass das Essen vorne ist. Hopp, hopp, hopp. Schwarz. Fleisch drauf, 30 Sekunden. Sabine, ich hab das hier. Hier, hier. Hier. Hast du schon Männer, fertig werden, muss vorne sein, denk dran. Hast du mir das gut? Probier, probier. Hopp, hopp, hopp. Suppe nach vorne, Fleisch nach vorne. Gib Gas, gib Gas. Stell einfach so hin, hast keine Zeit mehr. Stell so hin, stell so hin. Fünf. Ja. Ups. Schmeiß da das Wasser um. Ohne Scheiße. Ja, war ja alles rechtzeitig vorne. Besser mit Topf als gar nicht, ne? Weißt du so? Vielleicht schmeckt ihr so gut, dass ihr sagt, mir egal, der Topf. Beide ein vor. Wer weiß? Wer weiß? Nee. Und? Oh. Fadi ist genervt? Jo. Okay. Weil ich Teller jetzt nicht gefunden habe. Aber. Oh. Ja, ist halt so ein Stoß der Stress. Meine Damen, wie sieht's aus? Oh, schön Säckchen, ne? Was? Schön Prosecco. Läuft. Gut. Dann holen wir ihn rein. Die dicke, fette Rinderroulade des ZDF. Hier ist Frank Rosin. Grüß euch, Jungs, Damen, Chef. Rose. Ja. Wäre gerade eine geile Quizfrage. Hä? Und zwar zum Schluss, ja, interessiert bestimmt auch. Wie viele, was meinst du, wie viele Currywürste werden jährlich in Deutschland gegessen? Boah. Jährlich? Ja. 85 Millionen Bundesbürger, jeder isst im Monat eine. 850 Millionen. 850 Millionen? Nicht ganz, 800 Millionen. Ah, echt? Ja. Ja gut, ich bin ja auch. Wenn ihr es noch nicht wisst, ich bin ja auch eigentlich der Curry King schlechthin. Ich bin nämlich in der Pommesbude geboren worden. So, wollen wir mal schauen? Ja? Keine Sorgen, schmeckt besser als aussieht. Ja? Ja. Oh ja. Stimmt. Schmeckt sehr brühig. Aber ist gut. Also ich sag mal so, also ich sag mal die Differenz zwischen Aussehen und Geschmack, ja, ist quasi Lichtjahre. Ne? Wie zwischen uns beiden, ne? Ja gut, also. Du bist ja der einzige Moderator, der es geschafft hat, einen Kartoffelsack zu moderieren. Ne? Also von daher. Normal. Kurzum, das Süppchen schmeckt. Pfeffrig, salzig, leicht säuerig. Es ist wirklich gut gelungen. Man hätte es vielleicht mal mixen sollen. Und das mit den Pinienkernen. Ja, das passt. Ein bisschen missglückt so in der Handhabe und im Aussehen, aber schmecken tut es wirklich sehr gut. Hast du mal eine Suppenkelle? Da.
Logisch. Weil ich habe ein bisschen Probleme gerade, weil der Löffel ist so kurz. Hier, mein Bester. Danke. Bitteschön. So viel Zeit muss sein. Also ja, normal. Ne? So, dann macht man das nämlich so. Ja, letztens unter der Brücke. Also pass auf, das war so. Ich weiß gar nicht, warum ihr lacht. Das heißt doch Topfgeldjäger. Also, sehr weinig. Die Suppe ist mit Wein angesetzt worden und hat nicht lange genug gekocht. Und es hat einen sehr, sehr vordergründigen Weingeschmack. Ich würde mal so sagen, ja. Die sieht scheiße aus und schmeckt. Das ist so scheiße, dass es schon wieder witzig ist. Und nehme ich sie beide mit. Komm, ich nehme sie beide mit. Kaninchen im Wirsingbett und Kaninchenrücken im Wirsingkohlmantel auf Couscous. Was ist das hier? Mal gucken. Das selbstgemachtes so Spätzle oder sowas oder Nudeln? Tommys alte Haare. Ja? Nee, es sind selbstgemachte Spaghetti. Das ist aber witzig. Noch nie gesehen. Selbstgemachte Spaghetti. Toll. Und Dorsten passiert auch nicht viel, ne? Also dafür, dass da jetzt keine Soße dran ist und nicht irgendwie, was weiß ich, Schalotten oder eine Vinaigrette oder mit Öl gearbeitet wird, ja, sondern nur so pure Nudeln, ne, schmecken sie wirklich sehr, sehr gut. Also da ist richtig Geschmack drin. Obwohl Wirsinggemüse mit Granatapfel, das ist schon sehr kreativ. Also sehr, sehr kreativ. Dann haben wir hier Kaninchen. Also guck mal hier, ganz weich. Wunderbar. Sehr, sehr schön gegart. Schön gewürzt, nicht zu viel, dass der Kaninchengeschmack nicht verloren geht. Wirsing mit dem Granatapfel, da kann ich noch nichts mit anfangen. Spaghetti, sehr gut. Kaninchenrücken und Wirsingkohlmantel auf Couscous, ja. Das ist natürlich hier super. Das ist noch Medium. Hier mit dieser Rahmfüllung und die Wirsingroulade. Die Roulade hält auch. Das muss ich schon sagen. Dann haben wir hier Couscous. Ich finde das ein bisschen unspannend. Also Couscous hört sich mal so an. Ja, mach mal Couscous hier und so, ne? Alles schön. Und wenn, dann muss ja auch eine Schippe Soße dabei sein. Hier, dann hätte man das hier so machen müssen. Hier, drauf, ja. So, ja, und dann... So, ne? Dann kann man das auch essen. Und mein, ansonsten Kaninchen, sehr schön eingepackt. Gefällt mir sehr gut, sehr schön. Soße ist mir ein bisschen zu hart. Eine tief dunkle Rotweinsoße zu Kaninchen. Da macht man lieber eine Weißweinsoße zu oder auch ein bisschen Öl nur oder so. Ja. Also es schien am Anfang, dass es wirklich sehr, sehr gut aussieht. Aber ich muss sagen, es entpuppt sich wirklich als konzeptlos und auch nicht zu Ende gedacht. Und einige Sachen schmecken auch nicht zusammen und mit dem Couscous. Das ist einfach meine persönliche Note. Das finde ich einfach ein bisschen schrammelig. Hier nicht. Hier sind die Spaghetti sehr ordentlich. Hier ist einfach naturell gearbeitet worden. Okay, Granatapfel in dem Wirsing, das ist ein bisschen Ikebana, wie auch immer. Schwarz, ein Vor. Muffin an süßen Spiegel. Guck mal hier. Schön gearbeitet, alles akkurat. Oh, mit Pomeranzen. Ich meine jetzt nicht die. Nee, ich meine, ne? Schön gebacken. Wirklich gut. Ist vielleicht ein bisschen trocken. Aber mein Gott, es ist kein Soufflé, es ist ein Muffin. Ne? Also ist alles ein bisschen fester, wie ein schneller Kuchen.
Von daher, da hilft da ein bisschen was bei. Mhm. Ah. Pomeranzen, also Zwerchorangen, ist schwer zuzubereiten. Und das ist sehr, sehr bitter, da sind sehr viele Bitterstoffe drin. Und diese Bitterstoffe muss man mit Zucker einfangen, sonst wird das nichts. Ansonsten akkurat gearbeitet, sehr, sehr ordentlich, die Muffins sind spitze. So, hier haben wir das, die Kandidaten haben das hier gemacht. Hier ist mit Zucker gearbeitet worden, das kann man sehr schön erkennen hier. Ne? Schön kandiert. Spitze. Richtig schön. Zucker. Dann hier Granatapfelcreme. Also ich weiß ja nicht, aber. Gut gemacht. Nur Granatapfel mit Zwergorangen zusammen. Ne? Das ist so irgendwie. Ja. Wie Currywurst auf Kartoffelsalat oder so. Okay. Obwohl, würde ich auch essen. Geht auch durch, ne? Geht rein. Ne? Gut. Schwarz hat ja bekanntlich einen vor. Bei der Vorspeise waren wir beide gleich. Hier nämlich beide mit Schwarz gewonnen. Jawohl. Mädels. Kein Problem. Man kann nicht immer gewinnen. Aber war sehr schön. Vielen Dank. Ja, hat Spaß gemacht. Julia auch. Sehr gut. Meine Damen, Glückwunsch. 1000 Euro. Es könnte aber mehr werden. Guckt euch den Warenkorb an. 10 Sekunden Zeit dafür. Wir sehen uns ja erst, wenn am Montag wieder, weil morgen fallen wir ja aus. Also, sehen wir uns wieder oder nehmen wir 1000 Euro mit? Ja, wir kommen wieder. Jawohl! Sehr schön! Das bedeutet, am Montag, diese Damen, dieser Warenkorb, diese Herren leider nicht, aber vielen Dank. Großartig gekocht. Und natürlich der beste Juror des Landes, Frank Rose Rosi. Wie schon gesagt, wir machen heute langes Wochenende. Deswegen morgen nicht. Wir sehen uns am Montag wieder. Schönes Wochenende schon mal. Ihr Kapitän Hensler.